willkommen, willkommen! Eine neue Folge Let's Play Stardew Valley. Mal gucken, was wir hier so unter Fische mal wegpacken. Cola. Den ganzen Mist packen wir draußen. Fische aus, müssen wir essen lassen. Jo. Trash packen wir mal wieder hier rein. Da ist schon jede Menge Trash drin. Das passt. Wir nehmen unsere Gießkanne. Machen uns mal wieder das Farmer bemerkbar. Sehr gut, alles gegossen. Der Baum muss aber schnell gewachsen werden. Geh wieder angeln. Unsere Plantage einfach aufräumen und dass unser während wir ernten können, dass wir ein bisschen Geld reinkriegen. Und bis dahin nicht in die Mine gehen. Wir können natürlich gleich mal unsere Schmelz anschmeißen. Sonst haben wir wieder, wenn wir unser Eisen schmelzen wollen, unser Iron. Ja, okay, das ist ewig dauert. Das können wir schon mal schmelzen. Einnahmequelle, wenn man denkt, so 100. Wenn das so alle paar Tage ist. Ah, es regnet. Hervorragend. Wir kaufen wir den Honig immer auch.
Achso. Wir können jetzt noch mehr Sachen kaufen. Hm. Aber. Hm. Habe ich jetzt gar nicht so Interesse dran, weil wir kein Geld haben. Bringt uns also nichts. Was uns die Geoden so bringen. Wir müssten ja eigentlich 9 Stück aufmachen können. Die kosten jeweils, glaube ich, 25. Sachen dabei. Okay, mal gucken, was uns zahlt hier für die Sachen. Was zahlt er uns denn hierfür? 720 10 pro Stück, ne. 175, 16. 100 dafür. Nee, wir brauchen aktuelles Geld nicht. Wir behalten sie erstmal. Sind wahrscheinlich viel mehr wert für uns. Bis wir sie einsetzen können. Was ist denn so wirklich erst? Ach, nichts. Ich glaube, morgen oder übermorgen müsste unser Cranberries gut sein. Habt ihr es auch gesehen?
Oh, Hazelnut. Ja, Hazelnut. Können wir demnächst einfach mal zu unserem Community Center oder das gleich mitbringen? Na, komm, ist fertig hier. Danke. Schon eine ganze Auswahl, ne? Ja, bin ich stolz drauf. So, was machen wir jetzt? Wir haben noch ein bisschen Energie. Ein paar Bäume wegkloppen. Kloppen mal die Bäume weg, dass sie keine Energie mehr haben. Level 5 Foraging, Forester, Wood worth 50% more. Chance for double harvest. Ah, cool. 100 für unseren Honig, sehr gut. Hier ist schon was gewachsen. Plant, okay. So, dann fangen wir mal zu gießen. Das sieht so aus, als wären so unsere Cranberries morgen fertig, hätte ich gesagt. Das ist schon Formen aus, so ein bisschen mit unserem Feld hier. Müssen wir nochmal so eine Steinmauer drin bauen. Thank you.
gegossen ist alles. Wir können fischen mit den Holzen hier Holz umarbeiten. Machen wir oben mal Kahlschlag, dass wir da gut durchkommen, wenn wir wieder zu unserer Mine laufen. Find Lino's basket and return it home. He has no idea where it is. Wie soll ich den denn finden? Das ist genau wie mit der Short City, die wir noch offen haben. Die
knarre überall sein. Gehen wir mal ein bisschen rumräubern. Oder wie, warte mal, wir nehmen uns jetzt mal unsere Sense mit. Ach nee, die Zeit ist schon wieder um. So, das war's dann schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns im nächsten wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Ciao.